Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt und ja, heute möchte ich mit euch über die folgenden Themen sprechen. Als allererstes gucken wir uns an, ob der Bitcoin und das kommende Allzeithoch die Altcoins mit in eine Rallye saugen wird. Außerdem gucken wir uns die Meinung von Fundstrats Tom Lee an, der hier gegenüber von CNBC nun wieder einige Aussagen getätigt hat. Und zu guter Letzt gucken wir uns den Facebook-Coin Libra an und warum sich das ganze Thema hier positiv auf die Crypto-Community übertragen wird. Wir fangen mit dem allerersten Thema an und hierbei geht es vor allem um die Frage, ob ein kommendes Bitcoin-Allzeithoch dazu genutzt werden kann, damit auch Altcoins hier entsprechend eine Rallye anfangen. Das ganze Thema ist, glaube ich, ziemlich interessant, denn wenn wir uns mal den aktuellen Markt angucken, dann gibt es relativ wenige Coins, die tatsächlich über das Jahr hinweg sehr, sehr gut performt haben. Die meisten sind immer noch ein wenig depressiv, sind immer noch in einer kleinen Winterstimmung, hat man jedenfalls das Gefühl. Und das hat halt nichts mit dem Thema 2017 zu tun, als wir Richtung All-Time-High gegangen sind, uns bewegt haben und entsprechend positive Ergebnisse gesehen haben. Und da haben natürlich alle Coins, die wirklich relevant waren, in Anführungsstrichen, was Relevanz ist, das kann, glaube ich, jeder für sich selber beantworten. Auf jeden Fall haben die meisten Altcoins sehr gut performt, der Bitcoin natürlich umso besser. Und 2018 ging es ja dann sehr, sehr schlecht voran. Es ging bergab, alle Coins sind eigentlich bis zu einem gewissen Grad gecrashed. Aber heute denkt keiner mehr an die Tage in der Vergangenheit zurück. Die wenigsten tun das jedenfalls. Und wenn man sich das mal überlegt, was jetzt eigentlich wieder seit dem Anfang des Jahres passiert ist, da sehen die meisten natürlich einen sehr, sehr bullischen Markt. Absolut verständlich. Doch die Frage ist natürlich, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Und es gibt hier wieder einige Analytiker, die sich damit auseinandergesetzt haben und Charts aus der Vergangenheit genommen haben und diese quasi auf die aktuelle Zeit gelegt haben. Wir haben zum Beispiel den Crypto-Analytiker Livercoin, der sich hiermit auseinandergesetzt hat. Und ich finde diese Ansätze relativ interessant. Und letztendlich geht es erstmal grundsätzlich darum, dass der Bitcoin immer stärker wird und er immer weiter im Kurs ansteigt, jedenfalls oder im Preis ansteigt. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Klar haben wir jetzt in den letzten Tagen wieder einen kleinen Rücksetzer von 1-2% gesehen, aber ich glaube, das sind ganz normale Entwicklungen am Markt. Und ich glaube auch alle, die tatsächlich an Kryptowährungen glauben oder speziell an den Bitcoin, dass diese davon ausgehen, dass auch zukünftig der Markt sich weiter erholen wird und egal, in welche Richtung man eigentlich guckt, natürlich abgesehen von den ganzen Bären, die extrem pessimistisch eingestellt sind, wenn es um Kryptowährungen geht, haben wir doch relativ viele Bullen und auch einige Realisten dabei, die aber dennoch sagen, dass der Kurs weiter nach oben gehen kann und dass es dafür einige sehr, sehr positive Merkmale gibt. Unabhängig davon merken wir aber natürlich ganz klar, dass die Altcoins im Vergleich zum Bitcoin deutlich schlechter performen. Natürlich gibt es immer noch Litecoin und Ripple und so weiter, die relativ gut in diesem Jahr auch performen, aber die meisten und der Großteil davon performt nun mal nicht so gut. Und dann gab es hier quasi mal den Rückblick auf das Jahr 2017 von dem User Livercoin, der also Richtung Februar 2017 geguckt hat und da ging es quasi um das All-Time-High und da hat man gesehen, ja, okay, der Bitcoin hat zwar jetzt noch nicht wirklich seine extrem hohen Werte erreicht, aber wir sehen zum Beispiel, dass der Litecoin dort knapp 700% plus gemacht hat. Dann haben wir zum Beispiel auch Ripple, die hier knapp 5300% plus gemacht haben, Ethereum, die knapp 1000% plus gemacht haben und wir wissen ja auch alle, wie es dann am Ende des Jahres aussah, als der Bitcoin dann letztendlich auch Richtung $20.000 marschiert ist. Also man sieht, da gibt es so ein paar Korrelationen und ich glaube auch, wenn jetzt also alles gut läuft und wenn tatsächlich sich die Vergangenheit wiederholen sollte, dass wir damit einhergehend natürlich nochmal die entsprechenden positiven Wachstumsraten der anderen Altcoins sehen werden oder allgemein der Altcoins sehen werden, bis es dann tatsächlich zum Halving kommt. Letztendlich sind wir sowieso alle gespannt, was das Halving bringen wird beim Bitcoin. Das heißt also, es werden einfach grundsätzlich weniger Blöcke bzw. weniger Bitcoins geschürft pro
ja, in diesem bestimmten Zeitrahmen, der da definiert ist. Und das bedeutet also auch, dass es dadurch weniger Angebot gibt, aber die Nachfrage bleibt entweder gleich oder steigt vielleicht sogar. Und in diesen beiden Szenarien wäre es dann so, dass also der Bitcoin-Preis automatisch nach oben geht. Und normalerweise war es immer so, wenn der Bitcoin nach oben ging, dann gingen auch die Altcoins mit nach oben. Das ganze Szenario hat sich so ein bisschen zersetzt. Die Altcoins und der Bitcoin, die performen wieder so ein bisschen eigenständiger und das halt zum Leid der ganzen Altcoin-User, die also hier entsprechende Altcoins haben. Und man merkt halt auch langsam, dass es zum Beispiel einige institutionelle Investoren gibt oder grundsätzlich Leute, die Altcoins gehalten haben, die aber jetzt in den vermeintlich sicheren Hafen gewechselt sind zum Bitcoin, nachdem es halt auch das Thema mit der Handelssperre und so weiter gab. Also gucken wir jetzt einfach mal, was passiert, aber ich glaube, das Potenzial ist grundsätzlich auch da, dass die Altcoins in der nächsten Zeit wieder grundsätzlich besser performen, aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Wir gucken uns das zweite an und hier geht es um Tom Lee. Tom Lee hat ja in der Vergangenheit häufiger schon Analysen aufgestellt, hatte schon die eine oder andere Prognose und hat auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass er, nachdem er falsche Prognosen aufgestellt hat oder Prognosen aufgestellt hat, die nicht der Wahrheit entsprachen, die nicht tatsächlich eingetroffen sind, dass er keine Prognosen mehr machen möchte. Aber Tom Lee ändert seine Meinung gerne mal und fängt nun wieder an, darüber zu sprechen, was er glaubt, was in der Zukunft so passiert. Das haben andere relativ große Namen in der Szene auch häufiger schon getan, obwohl sie eigentlich keine Prognosen mehr aufstellen wollten. Und wir gucken uns einfach mal an, was er hier zu sagen hat. Grundsätzlich geht er natürlich auf das Thema Libra ein von Facebook, denn ich glaube, das Thema, das bewegt uns alle, aber da gucken wir uns gleich erstmal um, was da eigentlich Sache ist. Letztendlich geht er davon aus, dass wir dieses Jahr nochmal ein All-Time-High sehen werden und diesmal soll es nicht nur bis $20.000, sondern aus seiner Sicht bis $40.000 gehen. In dem Fall spricht er aber nicht darüber, wie, in welchem Zeitraum das Ganze passieren wird, aber ich glaube schon, dass er da relativ zeitnahe Prognosen sich wünscht, die hier in Erfüllung gehen. Ich glaube letztendlich aber auch, dass die meisten, die in diese Märkte investiert haben, sehr, sehr bullisch unterwegs sind und die Hoffnung haben, dass der entsprechende Markt, in den sie investiert haben, exponentiell anfängt zu steigen. Was er aber auch glaubt, ist, dass der Bullmarkt grundsätzlich da ist und dass die Menschen einfach nur extrem leise sind und diesen kaum kommunizieren, kaum betrachten und so weiter. Oder wenn sie ihn betrachten, dass sie einfach darüber nicht sprechen, was er als Problem so ein bisschen sieht. Und dass die meisten sowieso darüber gesprochen haben, dass der Crypto-Winter, den wir ja in der Vergangenheit erlebt haben, vor allem im Jahr 2018, dass dieser schon längst vorbei sei. Und vor allem aber auch, dass das Thema Libra von Facebook hier die Tür nochmal öffnen wird, dann ganz klar. Facebook ist nun ein globaler Konzern, der extrem viel, ja, wie soll man sagen, transportieren kann, viel Meinungen transportieren kann und natürlich auch der Welt nun zeigt, hey, es gibt mehr als die Blockchain, es gibt mehr als den Bitcoin, wir machen unser eigenes Ding, wir vertrauen darauf und wir glauben daran, dass das funktioniert. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass sich die Unternehmen, die in der Vergangenheit eher verhalten gegenüber dem Thema standen, dass sie sich nun anfangen müssen, damit auseinanderzusetzen, um überhaupt im Game zu bleiben. Und dadurch kann es natürlich ganz klar dazu kommen, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen, von der Blockchain und so weiter, weiter steigt in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, das ganze Thema hat extrem viel Potenzial. Dazu kommen wir auch direkt. Und da ist natürlich die Frage, wie funktioniert eigentlich der Libra-Coin, den Facebook hier gelauncht hat. Das ganze Thema ist natürlich noch sehr neu und es gibt noch keine wirkliche Möglichkeit, sich den Coin zu kaufen. Aber ich denke, es gibt schon die eine oder andere Frage von euch in Bezug auf diesen Coin und all das wurde hier glücklicherweise mal zusammengefasst. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, Libra ist ein Stablecoin, der zu 100% durch verschiedene Währungen und Assets gedeckt ist. Ich glaube, damit haben wir schon mal Frage 1 geklärt. Die Frage 2 ist natürlich, wann ist denn tatsächlich der Coin verfügbar oder beziehungsweise wann ist dann das Wallet verfügbar? Bis jetzt gibt es dazu aber noch keine wirklichen Aussagen. Hier warten wir also aktuell auf Updates und Informationen, bis es soweit sein soll. Dann ist natürlich auch die Frage, was für Voraussetzungen brauche ich eigentlich, um diesen Coin nutzen zu können? Hierfür muss ich mich einmal komplett verifizieren. Das bedeutet, ich brauche den Personalausweis und das ist natürlich ein KYC, das ich hier durchlaufen muss, was also bedeutet, dass ich hier keine Pseudo-Anonymität oder auch keine Anonymität wahren kann bis zu einem gewissen Grad.
Dann ist natürlich die Frage, wofür benutze ich diesen Coin eigentlich? Und hierbei ist es relativ eindeutig kommuniziert und es geht einfach darum, dass man die Möglichkeit hat, an jede Person weltweit Geld zu senden und damit natürlich auch Waren zu kaufen. Das ist relativ einfach und das spricht ja, glaube ich, auch relativ viele Menschen an. Dann geht es weiter, wie kann ich eigentlich ja entsprechend Libra und so weiter benutzen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich benutze das Wallet über den App Store, über den Google Play Store, aber natürlich wird Facebook auch diese Dinge in den Facebook Client mit integrieren. Sie werden es grundsätzlich in WhatsApp mit integrieren, damit man über alle Plattformen die Möglichkeit hat, vielleicht sogar in Instagram dort diesen Coin zu benutzen. Also man sieht, es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass es tatsächlich alle Applikationen, die sie haben, hier damit abgedeckt sind. Dann natürlich die Frage, gibt es entsprechende Gebühren. Es wird welche geben. Wie hoch die tatsächlich ausfallen, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber es wird definitiv welche geben und hier sind auch die ersten Screenshots so ein bisschen aufgetaucht. So sehen denn zum Beispiel entsprechende Anwendungen aus, entsprechende Fenster und so weiter. Und dann natürlich auch die Frage, kann man denn lokale Währungen in Libra benutzen? Das wird zu einem gewissen Grad funktionieren, also dadurch, dass man einfach diesen Coin, den Stablecoin, mit der lokalen Währung natürlich kaufen kann, aber man kann diese nicht über die Applikation, über das Wallet und so weiter, über die Blockchain versenden. Das sollte also klar sein. Und auf der letzten Seite haben wir dann noch die Frage, ob es für Geschäftskunden und fürs Business Libra geben wird. Und hierbei wird das erstmal so sein, dass die kleinere Shops und Händler damit ausstatten werden, dass sie die Möglichkeit bieten, also Libra zu akzeptieren. Und dann werden sie natürlich noch weiter das ganze Potenzial ausschöpfen. Und dann wird es wahrscheinlich auch zukünftig so sein, dass nicht nur die kleinen lokalen Shops damit ausgestattet werden, sondern vor allem auch Online-Shops und natürlich auch die großen Ketten damit ausgestattet werden. Denn sie arbeiten ja auch bis zu einem gewissen Grad mit Visa, mit Mastercard und so weiter zusammen. Also hier gibt es einiges an Potenzial. Was ist jetzt hier letztendlich der Tenor, der jetzt da hinten rauskommt? Was ist so das Fazit, wenn man sich das ganze Thema anguckt? Ich glaube ganz klar, und das steht nun mal an erster Stelle, ich glaube, dass dieser Facebook-Coin, der jetzt initiiert wurde, dieser Stablecoin, einfach dafür gerade nützlich sein wird, um das Thema Krypto, um das Thema Blockchain einfach an den Mann zu bringen, dass diese Menschen, die sich normalerweise überhaupt gar nicht mit diesem Thema auseinandersetzen, nun anfangen, das ganze Thema hier Mainstream zu betrachten. Das ruft natürlich wieder Journalisten und Medien auf den Plan, die also darüber berichten werden. Damit werden wieder mehr Leute erreicht. Das heißt also, grundsätzlich ist das Potenzial schon da, dass dann auch wieder liquide Mittel in den Markt gepumpt werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Sicht der institutionellen Investoren und Anleger oder auch Großunternehmen, die sich nur mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, um einfach den Anschluss nicht zu verpassen. Also kann man zwar halten von dem Facebook-Coin, was man möchte und ob er akzeptiert wird oder nicht, das werden wir erst in den kommenden Monaten sehen, aber ich glaube, er bietet schon einige Möglichkeiten für die Szene selbst. Was haltet ihr von dem ganzen Thema? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ich auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.